Hier im DRK Seniorenzentrum am Roten Rhein sind wir froh, dass wir wieder feiern können. Ich bin ein bisschen heiser von den Schlachtrufen, die wir hier seit heute Mittag haben, von den verschiedenen Einmärschen. Unsere Bewohner halten durch. Wir haben die ganzen letzten Jahre hier darauf hingefiebert, dass wir wieder feiern können, auch wenn es noch zeitweise mit Maske ist, aber wir sind einfach froh. Wir sind das ganze Jahr über immer bestrebt, Abwechslung, Veranstaltung für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Nicht nur eine gute pflegerische Versorgung, sondern gerade das Drumherum, das macht es aus. Und hier, glaube ich, am Roten Rhein kommt nochmal ein Schuss drauf. Und deshalb waren heute ja auch den ganzen Tag über viele Einmärsche, viele Veranstaltungen. Ein tolles Programm, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier auf die Beine gestellt haben. Das ist was ganz Besonderes, weil ich bin ganz, ganz oft hier. Jede Woche besuche ich meine Patienten hier. Es ist den Menschen immer wieder anzusehen, dass sie vermisst haben die letzten zwei Jahre. Ich habe eine enge Verbundenheit zu dem DRK Seniorenheim und die haben mich gebeten zu kommen. Und ich habe gesagt, gut, wir machen das, wir testen uns alle vorher, damit wir hier sicher herkommen. Man hat das Leuchten in den Augen gesehen, man hat gespürt, es knistert und die haben sich richtig, richtig gut gefühlt. Das ist eine Herzensangelegenheit für mich und ich glaube, das ist wichtig, dass das ist, was die Menschen brauchen. Das sind Menschen, die schon so lange auch die Fuldaer Forst im Herzen haben. Sie haben es verdient, heute auch einfach mal gefeiert zu werden. Wir haben Fasching gefeiert, wieder seit zweieinhalb Jahren. Und unsere Bewohner und uns auch unsere Mitarbeiter haben sich darüber sehr gefreut. Und vor allen Dingen über die Vereine, die wieder bei uns einmarschiert sind. Der Petersberger Verein, die Brunnzeche und der Fulderer, der Prinz Dr. Hönscher, der immer bei uns ist. Da haben wir uns sehr darüber gefreut. Und ja, wir wollen wieder in den normalen Alltag zurück. Und das ist so der Start. Man merkt, sie sind noch verhalten, weil man merkt ihnen an, dass das länger nicht mehr war. Aber sie kommen so langsam wieder aus sich raus und auch die Angehörigen freuen sich darüber, dass wieder Leben da ist. Das merkt man bei allen, ja. Osthessen News. Sehen, was bewegt.